Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor. Heute, wie ihr seht hier, das Tutorial ist noch nicht ganz abgeschlossen. Ich müsste noch kurz schlafen hier, aber ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt? Oder gerade der Nachbar? Ich wollte nämlich gerade, ja halt eben schon wie gesagt, Alter, ich bin komplett lost. Was ist denn jetzt im Haus? Wir sehen hier, Fenster sind zu, Türen wahrscheinlich auch. Ja, Türen sind zu, Fenster sind auch verbarrikadiert. Das Ending wäre sowieso zu. Aber warte mal. Können wir klingeln? Können wir klingeln? Geht gar nicht. Okay. Ich nehme mal an, wir kommen hier nicht rein. Ich meine, hier sind ja die Fenster auch zu. Hinten ist sie wahrscheinlich auch zu. Hier ist auch zu. Okay, die Türen sind auch verbarrikadiert scheinbar alle. Ja, okay, die sind wirklich alle verbarrikadiert. Also da ist keine Möglichkeit reinzukommen. Da ist auch schon der Nachbar. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, er spawnt hier hinten im Schlafzimmer. Was passiert, wenn wir jetzt das Fenster einschmeißen? Oh, das geht gar nicht, oder? Nee. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, dass er jetzt da hinten spawnt. Okay. Ja, gut. Wie dem auch sei, auf jeden Fall können wir obviously noch nicht ins Haus. Das heißt, uns bleibt keine andere Wahl, als einfach mal zu schlafen. Dann morgen. Okay, Leute. Heute geht's los. Heute geht's weiter. Und heute wollen wir mal etwas ausprobieren. Und zwar, stimmt, ich muss gerade sagen, das ist komplett spontan. Ich habe mir gar nichts überlegt. Ich habe einfach gerade die Aufnahme gestartet, direkt losgelegt hier. Ich weiß nicht, ob wir für das wieder den Nachbar verbargen wollen, weil einerseits wollen wir ja ein bisschen freie Bahn haben. Ich glaube, das machen wir kurz, weil es ist einfach einfacher, um das Ganze zu schaffen. Dann können wir uns auch noch mal, oh Scheiße, können wir uns auch noch ein bisschen besser hier im Haus, oh Gott, Alter, nein, sprinten! Okay. Wir versuchen das jetzt. Ist das wirklich möglich hier, wenn man hier ins Haus geht, dass er dich verfolgt? Hallo? Nachbar? Okay, kommt irgendwie nicht mehr. Ah doch, jetzt kommt... Oh, lol. Was ist das denn? Ach, das ist eine Tomate? Was? Okay, wir gehen jetzt ins Haus. Mal gucken, ob er jetzt hier auch reinkommt. Kommt er jetzt? Er hat uns augenscheinlich aus den Augen verloren. Ja. Okay, warte mal, dann gehen wir noch mal kurz zu ihm. Hallo, werter Herr Nachbar. Hä? Oh Gott, Alter. Okay. Also scheinbar geht das wirklich nicht mit diesem Bug oder mit dieser Methode. Oh, da kommen sie, Herr Nachbar. Okay, doch, er kommt. Kommt wahrscheinlich wieder ins Haus, oder? Ja, ja. Wieso kommt er eigentlich durchs Fenster? Wieso geht er nicht einfach anders wodurch? Okay, er kann mich ab hier, ist er eigentlich stuck. Ab hier kann er mich nicht mehr catchen. Das heißt ja, wir haben ihn jetzt wieder verbuggt. Das heißt, wir... Ach Gott, bin ich erschrocken. Das heißt, wir haben wieder freie Bahn. Werden uns jetzt aber nicht ans Ending machen. Und zwar werden wir heute mal wieder einem... Ich weiß nicht, ob es immer ein Secret ist oder nicht. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier die werte Dame hier ausbuddeln. Und für das brauchen wir die Schaufel. Aber für das brauchen wir die Glocke. Und wir müssen erstmal kurz... Warte mal, wir können mal kurz versuchen. Alter, kann die Musik bitte mal aufhören? Wir machen hier erstmal kalt, genau. Jetzt wird, warte mal, genau hier oben ja das Wasser eingefroren. Das haben wir auch schon entdeckt. Dann können wir hier durch, Alter, nimm doch die Glocke. Dann können wir dann hier durch, etc. Stimmt, kann man eigentlich, wenn man den Hai einfrieren kann, kann man den Nachbar auch einfrieren? Müsste man auch mal probieren, aber naja. Glocke, die kommt jetzt hier ran. Dann nehmen wir der Schaufel und buddeln mal hier so ein bisschen. Oh Gott, ich habe mich gerade selbst vergraben. So, genau, dann komm mal hier raus. Alter, hab ich mir das gerade nur eingebildet oder waren das irgendwie Stimmen, die ich gehört habe von der Puppe? Wir stellen jetzt hier, stimmt, die ist da im Eck. Wir stellen die Lehrerin hier hin, denn dann werfen wir nicht mehr die ganze Zeit Papierkrümsel. Hello there. Oh Gott, Alter, bin ich erschrocken. Okay, du kommst auch hier rein und, warte, wir machen hier erstmal die Stühle raus. Und zwar gibt es nämlich ein Secret, oder wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das ein Secret nennen kann. Aber auf jeden Fall gibt es so wie es wie eine Art Bug oder so. Und das sollen scheinbar die Puppen sein. Und wenn man die alle in diesem Klassenzimmer hier zusammentragt, wird sich etwas offenbaren. Ein Secret wird irgendwie eröffnet. Aber wir müssen eigentlich den Fahrstuhl gar nicht nehmen. Wir können hier einfach kurz runterdroppen. Ich weiß auch noch nicht, für was das der Presslufthammer genau ist. Der ist ja auch eigentlich für irgendwas gut. Hier ist noch eine Puppe. Ich glaube, wir haben alle, oder? Wieso hat er überhaupt so viele Puppen im Haus? Das fühlt sich an, schon übel weird. Okay, wir stellen jetzt mal alle hier hin. Nee, du sollst bitte hier hin. Alter, kannst du nicht stehen? Na egal, dann lassen wir die mal liegen. Wir lassen jetzt die erstmal hier kurz. Die haben jetzt hier... Ja, das stimmt ja auch. die haben jetzt hier irgendwie Klassen-Dings. Keine Ahnung, aller. Und wir gehen jetzt
Ach komm, Junge. Wir gehen jetzt nochmal eine kurze Kontrollrunde machen. Das können wir noch kurz machen. Okay, ich weiß nicht genau, was da passieren soll, wenn das Ganze... wenn alle... Wow. Alter, wenn alle Puppen zusammen sind. Auf jeden Fall soll irgendwas passieren. Ja, genau. Hier ist auf jeden Fall auch keine mehr. Dieses Bild. Alter, ich finde das so weird. Okay. In der Küche ist keine Puppe. Okay. Schlafzimmer war ja, glaube ich, auch keine. Nee. Okay, hier im Badezimmer auch nicht, hier hinten sowieso nicht, okay. Könnte auch mal noch was verbrennen. Naja, auf jeden Fall können wir hier noch kurz hochgehen. Vielleicht schon wieder, Alter, das sieht man schon wieder durch, was ist das denn? Okay, das sieht man auch durch, naja, egal. Hier, oh, ich weiß auch gar nicht, hat es hier noch eine Puppe? Nee, hier sind diese ganzen China-Nudeln. Oh Gott, geh mal weg hier, Alter, du bist im Weg. Die ganzen Kisten hier. Okay, dann... Hier ist wieder dieser Raum, keine Ahnung, was der irgendwie bringt oder macht oder tut. Ist eigentlich auch egal. Okay, dann hier war auch nichts, auch keine Puppe. Ja, da sind das scheinbar alle Puppen. Ach, hier könnten wir noch versuchen reinzukommen, warte mal. Machen wir mal. Ist das das Secret? Nee, Herr, die backt doch nur rum. Jetzt hör mal auf zu backen, bitte, okay? Alter, was ist denn mit dir, hä? Das ist doch nicht normal, jetzt stell dich hin. Fresse, Alter. Jetzt stellt euch alle hier mal zur Lehrerin und dann werdet ihr mal hart rangenommen. So, und jetzt kommst du auch hier. Oh Gott, das tut mir jetzt leid. Oh, so. Oh, oh. Oh, nee, ich drehe mal. Ich mach mir kurz weg. Oh. Eigentlich will ich euch da jetzt nicht stören, aber eigentlich habt ihr Unterricht. Also eigentlich. Oh Gott. Eigentlich solltet ihr das jetzt nicht machen. Die klassische Selbsthilfegruppe, man kennt sie. Jetzt muss ich hier noch rechnen, Alter. Gar keinen Bock. Wo ist die 3? Hm? Ah, hier. Okay, genau. Wir haben jetzt hier auch das Gewehr. Alter, jetzt bist du schon wieder am Rumbacken, Alter. Rumfliegen. Okay, auf jeden Fall machen wir jetzt hier erstmal auf und machen hier dieses Bang-Bang-Spiel nochmal kurz. Ich weiß da nicht genau, was man drücken muss. Ich spam da immer ein bisschen alles, weil es... Oh, jetzt geht's. Zack, zack, zack. Oh, nein, scheiße. Hä, wieso 3 Punkte? Ich habe nur 2 getroffen. Komme ich da jetzt den Schlüssel? Oder muss ich... Ah, nee, okay, hat gereicht. Okay, danke. Stimmt, wir können eigentlich mal unlimitiert Schlüssel hier kreieren. Okay, hier war ja, glaube ich, auch keine Puppe, oder? Nee. Ist eigentlich hier noch was? Weil diese Wand sieht so suspicious aus. Hä, ja, da hinten ist was. Hä, guck mal, hier kann man durchsehen. Okay, aber um das Geheimnis werden wir uns in der... Ach Gott, verpiss dich, Junge. Scheiß Stuhl. Um dieses Geheimnis werden wir uns in der nächsten Folge kümmern. Wir nehmen jetzt hier mal noch so ein paar Fallen mit, weil es so schön ist. Und dann können wir die hier platzieren. Alle? Hallo? Also, Alter, was hat die für einen riesigen Schatten? Wir machen hier immer noch so eine Falle hin, hier auch. Also du, also feel free, ne? Aber eigentlich, also, Junge, was machst du denn? Schreibt die da jetzt irgendwas? Boah, das wäre ja mega creepy. Komm, flieg mit. Oh Gott. Nicht so. Wow. Junge, du hast gerade deine Lehrerin getötet. Okay, also irgendwie ist nur eine von diesen Puppen so richtig aktiv. Die anderen, ja, keine Ahnung, die chillen hier irgendwie einfach. Die haben gar keinen Bock auf ihr Leben. Klassischer Schulalltag halt. Aber, oh Gott. Oh lol. Okay, jetzt schaukelt die auch. Okay, die hat aufgehört. Okay, also irgendwie kann irgendwie immer nur eine Puppe so richtig funktionieren. Also mit funktionieren meine ich rumfliegen. Gehen wir jetzt mal raus hier, Stuhl, Alter. Hä? Gott, flieg doch raus. Also, das hier ist schon mal sehr speziell. Ey, was ist mit diesen Pumpen los? Guck mal, wenn ich die so rumschmeiß. Alter, Junge, was ist mit der? Alter, das macht mir Angst. What? Sie ist weg. Sie ist weg. Es sind nur noch 3. Hä, ist die rausgeflogen? Warte, wir müssen die kurz... Sieht man die noch? Wo ist die hin? Hä, ist die hier weggeflogen? Ist die hier noch irgendwo? Hallo? Alter, die jetzt einfach weggejietet und jetzt ist sie einfach weg, Alter. Wo ist die hin? Da oben? Oder? Nee, warte mal, wir brauchen nur kurz das Fernglas. Hallo Nachbar, ich brauche das hier nur kurz, bitte nicht stören. Ist da oben nicht... War da oben nicht gerade eine Puppe? Man hat es leider... Oh. Oh Gott, das waren die Kisten. Man hat es leider nicht so gut erkannt. Oder ist jetzt hier irgendwie irgendwas runtergefallen? Naja, auf jeden Fall Fakt ist, die Puppe ist weg. Alter, hier, oh Gott, Alter, was ist denn los? Ich höre immer mal wieder so komische Stimmen, Alter.
Lag bei dir auch schon ein bisschen. Hä? Hä? Was war das denn? Geregnet? Guck mal, der Nachbar hat auch schon ein paar graue Haare hier hinten. Okay, ist halt auch schon alter. Alter Mann. Ja, also die Puppe ist jetzt halt einfach auf und davon irgendwie. Also. Hä? Was ist das? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Puppe ist weg. Ist die vielleicht irgendwie neu gespawnt hier irgendwo? Also ich glaube nicht, dass es jetzt normal ist für Puppen, dass die einfach so weg sind, oder? Weiß aber auch nicht, wo das die jetzt hin sein könnte. Okay, schau mal, war aber nur diese eine Puppe so richtig verflucht. Die anderen hier machen irgendwie, boah, gar nichts. Ist das diese Puppe hier? Nee. Okay, wahrscheinlich respawnen die auch gar nicht. Wäre auch ein bisschen komisch. Minus eine Puppe, ne? Alter, was ist das einst für ein Sound, der hier immer so wie ein... Keine Ahnung, was klingt, Alter. Können wir nehmen jetzt hier nochmal die Waffe und schießen da mal noch so ein bisschen drauf. Ich erwecke euch zum Leben. Oder auch nicht. Mann, die bewegen sich gar nicht. Ist ja gar nicht witzig. Ich dachte, da rasten jetzt alle Puppen so richtig aus wie die eine, aber das ist scheinbar nicht der Fall. Ja, okay, nee, Leute, dann würde ich mich verabschieden für heute. Dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Hello, Neighbor. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.